Ich kenne das, wenn es mir zu schnell geht, dann lasse ich erstmal Oralsex bei mir praktizieren, ja, weil das ein bisschen langsamer dann natürlich ist. Ja, lässt also Oralsex an sich praktizieren und weil es ihr dann viel zu viel war und so, hat es auch noch bei ihm gemacht. Ja, der beste Weg, einem Mann zu zeigen, dass man Angst und keinen Bock hat, ist ihm einen zu blasen. Wer kennt das nicht? So Leute, hier ist er wieder, Piep Pfiffi am Stissel und hier haben wir sie, die geile Konsequenz aus 50 Jahren Feminismus und in den letzten Jahren sogar Hardcore-Feminismus mit allem, was dazugehört. Und zwar hat das Ganze offensichtlich einiges bewirkt und zwar, dass manche Frauen, wie die Frau in dem Beispiel hier, immer mehr zu kleinen Kindern werden, die nicht mehr in der Lage sind, die einfachsten Sachen anzusprechen, auszusprechen oder auch einfach mal Nein zu sagen, wenn sie irgendwas nicht wollen. Und stattdessen wird dann eine verkorkste Liebesnacht mit einem Hollywood-Star einfach direkt öffentlich gemacht, wie man es halt heutzutage so macht. Und derjenige muss dann natürlich, das gehört zum guten Ton dazu, noch wie ein Vergewaltiger hingestellt werden, wie ein richtiges Monster, weil Scheiße auf die Karriere oder auf Rufmord oder sowas. Und das hier ist meines Erachtens der bisherige Gipfel dieser ganzen MeToo-Aktion oder Debatte, die auch diese MeToo-Debatte spaltet. Das heißt, es gibt jetzt sogar Leute, die sagen, naja, da übertreiben wir es jetzt vielleicht, wenn wir das auch unter MeToo rechnen und das kann man nicht vergleichen. Und hier sind vielleicht Grenzen erreicht und so weiter. Und ihr wisst ja von meinen bisherigen Videos, dass jetzt in dieser MeToo-Debatte Rationalität nicht unbedingt der allerhöchste Wert ist, um das mal euphemistisch auszudrücken. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass das hier ein ordentlicher Kracher sein muss, dass sogar ein paar von diesen total übertriebenen MeToo-Schnepfen jetzt sagen, na ja, das ist vielleicht ein Grenzfall, hier ist vielleicht eine Grenze erreicht. Aber selbst bei denen, die kritisch sind, geht es jetzt praktisch doch die ganze Zeit darum, naja, ist schon an der Grenze, ist schon irgendwie grenzwertig, aber ist er jetzt ein Vergewaltiger zu 90% trotzdem oder nur zu 65%? Und zwar, bevor wir zum Artikel kommen, kurze Vorgeschichte, was ist passiert? Eine junge Fotografin, 22 Jahre alt, ist im September 2017 auf der Emmy Aftershow Party gewesen und hat dann den Comedian und Schauspieler Aziz Ansari kennengelernt. Beziehungsweise hat ihn da gesehen und gesehen, dass er mit so einer alten Kamera Fotos macht aus den 80ern, die sie an dem Tag angeblich auch dabei hatte. Das heißt, die gleiche alte Kamera. Ist dann auf ihn zu, hat ihn angequatscht. Er hat wohl erst ein bisschen abweisend reagiert, hat dann halt gesehen, okay, die hat die gleiche alte Oldschool-Kamera wie ich und kam dann ins Gespräch. Haben sich im Laufe des Abends dann immer mal wieder gesehen und sie hat dann auch zwei Fotos von ihm gemacht und er auch von ihr ein oder zwei Fotos. Und irgendwann haben sie dann Nummern getauscht, beziehungsweise er hat sich, als sie rausgehen wollte, dann haben sie sich nochmal gesehen, hat sich ihre Nummer geholt, haben dann eine Woche flirtatious Banter gehabt, also ein bisschen darum geschäkert, über SMS herumgeflirtet und haben sich dann in New York zu einem Date getroffen. Ja, the worst night of my life, was dann gleich noch im Artikel kommt und der Artikel ist wirklich der genüssliche Oberkracher wieder. Und die Aktion schießt meines Erachtens den Ober-MeToo-Vogel ab und der Artikel ist auf Englisch. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Satz hier übersetzen, macht aber nichts, denn Englisch müsst ihr sowieso lernen, denn wir haben 2018 und nicht 1952. Das heißt, wer heute kein Englisch kann, ist ja von den ganzen internationalen Informationen abgeschnitten und das kann es nicht sein in 2018. Ja, und das ist ein Foto, was sie gemacht hat auf der Emmy Aftershow Party. Also man sieht es wieder an den Augen ganz klar, ne? Also ja, Raubtier. Deutliches Raubtier. Und das Date hier war am 25. September 2017 und dreimal dürft ihr raten, wann sie den Artikel veröffentlicht hat, wie schrecklich sie doch behandelt worden ist. Ja, natürlich einen Tag später am 26. September. Stimmt aber nicht, sondern erst vor kurzem, hier im Januar, und zwar ein paar Tage nachdem er einen Golden Globe gewonnen hat. Große Überraschung. Wo sie es auch schon hätte wissen können, ist, guckt mal hier, wie aufdringlich er bei ihr hier, wer auch immer das ist, wie er da seine Schulter unter ihrer Hand platziert. Also da hätte sie eigentlich schon wissen müssen, was kommt. So, wir steigen direkt beim Date ein. Die Vorgeschichte habe ich ja erzählt. Und zwar, the date didn't go as planned. The night would end with Grace in an Uber home. Uber ist wie so ein Taxiunternehmen, das heißt Uber. In tears, ja, in Tränen, messaging her friends about how Ansari behaved, babe. Das ist die Seite hier, wo der Artikel veröffentlicht wurde. Kannte keine Sau bisher, jetzt kennt es jeder, ja, weil der Artikel eine Katastrophe ist.
Babe spoke to the first friends she told about it and reviewed the messages on her phone. Und das kommt nachher auch noch, was er nach dem Date geschrieben hat und was sie dann zurückgeschrieben hat. Und das ist auch der Knaller. The day after the incident, she wrote a long text to Ansari saying, I just want to take this moment to make you aware of your behavior and how uneasy it made me, also wie schrecklich ich mich gefühlt habe. To that message, Ansari responds, clearly I misread things in the moment and I'm truly sorry. Ja, das heißt, entschuldigt sich noch dafür und er hat auch nach der Nacht, am nächsten Morgen oder wann es war, kommt nachher noch, als erstes geschrieben und hat geschrieben, hey, war ein super Abend. Ja, was nice to meet you. Und dann kam erst von ihr hier die Message zurück. Dann hat er erst gemerkt, was eigentlich los war. The mobile phone number, ach so, ja, die Nummer stimmt, haben sie überprüft. We spoke to Grace last week. Ist natürlich auch alles anonym, ja. Das heißt, sie heißt nicht Grace, ist eine anonyme Quelle sozusagen. Ja, sie will anonym bleiben. Ist ja natürlich praktisch, dass ihn jeder kennt und deshalb einfach erstmal veröffentlichen. We spoke to Grace last week when we met. Ansari had just won Best Actor for his Netflix show Master of None at the Golden Globes, where he declared his support for the fight against sexual assault and harassment by wearing a Time's Up Pin on the red carpet. Das heißt, er hat diesen Time's Up-Kram hier unterstützt und er ist auch, behauptet er selbst zumindest, dass er auch Feminist ist und das Ganze unterstützt und so weiter. Grace said it was surreal to be meeting up with Ansari, a successful comedian and major celebrity, and she was excited for that date. Ich kannte den bisher gar nicht, aber scheint ziemlich berühmt als Comedian und als Schauspieler zu sein, wenn er einen Golden Globe gewinnt. Ja, before meeting Ansari hat sie halt mit den Freundinnen hier besprochen, was sie anziehen soll. A tank top, dress and jeans hat sie sich dann für entschieden. She showed me a picture, it was a good outfit, sagt die Dame hier von babe.net. After arriving at his apartment in Manhattan on Monday evening, they exchanged small talk and drank wine. It was white, she said. I didn't get to choose and I prefer red, but it was white wine. Ja, das ist schon die erste Vergewaltigung, dass er nur Weißwein da hatte und keinen Rotwein, obwohl sie doch aber Rotwein mag. Mist, Kerl. Ja, sie hat noch nicht mal die Wahl gehabt. Das heißt, da geht's ja schon los, ja, der schmierige Vergewaltiger. Und was heißt das denn bisher? Sie ist eine junge Fotografin, er ist Hollywood-Star. Sie quatscht ihn auf einer Party an. Ja, dann flirten sie eine Woche per SMS hin und her und dann taucht sie bei ihm daheim auf. Was könnte das wohl bedeuten? Vagina. Ja, die will bestimmt nur reden. Then Ansari walked her to Grand Banks, an Oyster Bar on board a historic wooden Schoner, weiß ich nicht, wie man das auf Englisch ausspricht, Schooner, Schoner, on the Hudson River just a few blocks away. Das heißt, sind sie essen gegangen, hier ist das spektakuläre Essen hier, Pommes rot-weiß, auf einem Boot am Hudson River. She said it was a beautiful, warm September night. They discussed NYU comedy and a new secret project he was working on, but she says she did most of the talking. Grace says she sensed Ansari was eager for them to leave. When the waiter came over, he quickly asked for the check and he said, like, let's get off this boat. Let's get off this boat. She recalls there was still wine in her glass and more left in the bottle he ordered. The abruptness surprised her, like he got the check and then it was bada boom, bada bing, we're out of here. Ja, da haben wir die erste Ausrede hier. Ja, da hat er so schnell die Rechnung bestellt und ich hatte noch Wein im Glas und um Gottes Willen. Und dann hat er mich überrumpelt und deshalb musste ich natürlich mit ihm nach Hause gehen. Ja, zwei Blocks. Ich hatte keine Sekunde die Chance, mich da aus dem Staub zu machen. Bullshit. Ja, die albernen Rationalisierungen dann immer, warum die Frauen mit zu ihm nach Hause gehen können. They walked two blocks back to his apartment building, an exclusive address on Tribeca's Franklin Street, where Taylor Swift has a place too. Wahnsinnig interessant. When they walked back in, she complimented his marble countertops. According to Grace, Ansari turned the compliment into an invitation. Das heißt, Marmor, Countertop heißt sowas wie Tischplatte. Ja, Marmortischplatte. He said something along the lines of, how about you hop up and take a seat? Also setz dich mal auf die Tischplatte. Within moments he was kissing her. Ja, da geht die Vergewaltigung los. In a second his hand was on my breast. Oh Gott, küssen bei einem Date. Ja, nach einem Essen, wo sie bei ihm erst zu Hause war, Wein getrunken hat, dann mit ihm essen gegangen ist, sich schön das Essen bezahlen lassen hat, höchstwahrscheinlich. Kommt, glaube ich, sogar später noch. Ja, wie praktisch. Und geht dann zwei Blocks mit ihm wieder nach Hause, ja, und ist dann in seiner Spinnenfalle, in seinen Fängen sozusagen und will das Ganze natürlich wahrscheinlich absolut überhaupt nicht. Ja, natürlich. Ja, und dann küsst er sie auch noch, um Gottes Willen. Vor allem, wenn er sagt, ja, setz dich mal hier drauf. Und within moments he was kissing her, ja, anscheinend hat sie sich ja dann draufgesetzt. Ich nehme nicht an, dass er sie da hingesetzt hat. In a second his hand was on my breast. Ja, beim Date
rumgeknutscht, ja, zu ihm nach Hause. Ja, oh Gott, dann hat er seine Brust, hat er ihre Brust angefasst. Then he was undressing her, then he undressed himself. She remembers feeling uncomfortable at how quickly things escalated. Ja, dann sag Stopp oder mach dich vor allem dann aus dem Staub, wenn du keinen Bock drauf hast. Glaube ich aber in 100 Jahren nicht, denn warum taucht sie dann überhaupt noch bei ihm auf? Es ist doch logisch, die ist ja jetzt nicht 14 und lebt am Arsch der Welt, sondern die ist eine 22-jährige Fotografin aus den USA und springt auf Emmy-Aftershow-Partys rum und lernt Hollywood-Stars kennen. Die weiß doch, was das bedeutet, wenn du nach einem Essen mit einem Typ nach Hause gehst. Also bitte. Ja, dieser feministische Bullshit auch immer, ja, als wären Frauen Gehirntote. Ja, als hätten Frauen kein Gehirn, als wüssten die nicht, was sozial abgeht. So, weiter geht's. When Ansari told her he was going to grab a condom within minutes of their first kiss, Grace voiced her hesitation explicitly. I said something like, wow, let's relax for a sec, let's chill. Ja, was ich okay finde, wenn es ihr zu schnell geht, ja gut, dann soll sie halt sagen, ja, oh, wow, ein bisschen langsamer, meine Güte. She says he then resumed kissing her, briefly performed oral sex on her and asked her to do the same thing on him. Also da hat er sie weiter geküsst, hat dann kurz Oralsex an ihr praktiziert, das hatte sie wahrscheinlich total zu gezwungen. Ja, sie hat es ja zugelassen, sie hat ja Oralsex zugelassen. And asked her to do the same to him. Und da ist wahrscheinlich der Punkt, wo sie schreiend weggelaufen ist und dann hat er sie aber zurückgezerrt und vergewaltigt. Achtung, nächster Satz. She did, but not for long. Ja, absoluter Knaller. Das heißt, sie trifft sich mit ihm auf den Wein, geht mit ihm essen, lässt sich das Essen bezahlen. Läuft mit ihm mit nach Hause, kommt mit in sein Apartment, setzt sich auf eine Frage oder Aufforderung hin auf die Tischplatte, macht mit ihm rum, sagt dann, wow, geht mir ein bisschen schnell und weil es ihr zu schnell geht, ich kenne das, wenn es mir zu schnell geht, dann lasse ich erstmal Oralsex bei mir praktizieren, ja, weil das ein bisschen langsamer dann natürlich ist. Ja, lässt also Oralsex an sich praktizieren und weil es ihr dann viel zu viel war und so, hat es auch noch bei ihm gemacht. Ja, der beste Weg, einem Mann zu zeigen, dass man Angst und keinen Bock hat, ist, ihm einen zu blasen. Wer kennt das nicht? So, weiter geht's. It was really quick. Everything was pretty much touched and done within 10 minutes of hooking up, except for actual sex. Ja, das heißt, 10 Minuten Vorspiel. Ja, ist das jetzt so schlimm oder was bei einem Date? Ja, meine Güte, es gibt auch Dates, wo man sich dann trifft und war essen und dann kracht's halt im Flur auf dem Weg zu ihm oder zu ihr zurück und dann geht's halt los. Ja, muss man da jetzt noch 7 Stunden Date unbedingt halten? Der Mann, das wird nicht sein erstes Date gewesen sein mit einer Frau und da wird es wahrscheinlich auch Frauen gegeben haben, die jetzt nicht da erst noch 5 Stunden rumfackeln wollten, sondern einfach Sex mit ihm haben wollten. So, weiter. She says Ansari began making a move on her that he repeated during their encounter. The move he kept doing was taking his 2 fingers in a V-shape and putting them in my mouth, in my throat to wet his fingers. Because the moment he'd stick his fingers in my throat, he'd go straight for my vagina and try to finger me. Grace called the move the claw. Ja, dann sag ihm halt, es gefällt dir nicht, wenn es dir nicht gefällt und mach nicht noch den Mund auf. Ja, wer zwingt dich da zu bleiben? Diese ganze Aktion ist sowas von bescheuert. Ja, wenn ich auf eine Frau keinen Bock habe, dann sag ich halt mittendrin, ja, hör mal zu, ich muss jetzt, man muss ja noch nicht mal die Wahrheit sagen. Ja, wenn Frauen jetzt Angst davor haben, eine Abfuhr zu erteilen, dann sagst du halt, ach, mir geht's nicht gut und was weiß ich, die klassischen Frauen ausreden und haust dann einfach ab. Oder ich muss morgen früh wieder raus oder hier rufst eine Freundin an, sagst, die soll dich zurückrufen, wenn du im Bad bist und so weiter und dass du halt ihr helfen musst und was weiß ich was. Ja, das ist ja schon wild, würde ich mal sagen. Ja, das ist ja schon dieses klassische Frauengelaber. Ja, anstatt einfach zu sagen, hier, sorry, funktioniert so für mich nicht, ich mache mich jetzt mal vom Acker. Aber nein, ja, das ist sein Signature-Move, hat er immer wieder gemacht. The move he kept doing. Ja, dann sag, du willst es nicht. Ja, die Frau ist anscheinend höchstens 9 Jahre alt. Ansari also physically pulled her hand towards his penis multiple times, um Gottes Willen, throughout the night, from the time he first kissed her on the countertop onward. He probably moved my hand to his dick 5 to 7 times, she said. He really kept doing it after I moved it away. Da habe ich wieder ein probates Gegenmittel gegen solche Aktionen, und zwar sprechen oder abhauen. It's all very confusing. Jeder kennt das doch, dass die Frau dann hard to get spielt und sagt, ja, nee, jetzt noch nicht und erstmal die Hose noch anlassen und den BH nicht aus und bla bla bla. Und sie haben aber vernünftige Unterwäsche an, das heißt, von Anfang an war geplant, okay, ich tauche bei ihm daheim auf, das heißt, wenn das nicht versaut, wird es wahrscheinlich zum Sex kommen. Meine Güte, ja, wir leben noch nicht mehr, wie gesagt, in 1952. Und diesen Quatsch hier, das können wirklich nur komplett naive Frauen glauben, die noch nie ein Date mit einem Mann hatten oder noch nie irgendwie gesagt haben, ja, ich treffe mich mit einem Mann und ja, ich habe Bock auf den und wenn es zum Sex kommt, wäre es cool.
So, weiter geht's. But the main thing was that he wouldn't let her move away from him. Ja, er hat sie wahrscheinlich festgebunden und angekettet. She compared the path they cut across his apartment to a football play. It was 30 minutes of me getting up and moving and him following and sticking his fingers down my throat again. Ja, was man ja unbedingt zulassen muss. It was really repetitive. It felt like a fucking game. Ja, dann hau ab, dann fahr nach Hause. Throughout the course of a short time in the apartment, she says she used verbal and non-verbal cues to indicate how uncomfortable and distressed she was. Most of my discomfort was expressed in me pulling away and mumbling. Mumbling, ihr sagt doch nein, du bist erwachsen, Kind. Sag doch nein, klar und deutlich. I know that my hand stopped moving at some points, she said. I stopped moving my lips and turned cold. Ja, da war sie apathisch und wegen Vergewaltigung und bla bla bla. Dieses Gelalle hier. Vor allem hier verbal and non-verbal cues. Nachher kommt raus, dass er das gar nicht gerafft hat. Ja, was vielleicht auch ein bisschen blind ist, ja, und auch ein bisschen creepy von ihm, dass er es dann die ganze Zeit weiter versucht hat, anstatt irgendwann zu sagen, ja, Schätzelein, okay, ja, wenn du keinen Bock hast, dann hast du halt keinen Bock, let's call it a night und ja, see you. Oder halt vielleicht irgendwann nochmal sehen, wenn du halt dann nochmal Bock drauf hast und so weiter. Aber ja, da war er vielleicht auch ein bisschen horny. Nächster Absatz, whether Ansari didn't notice Grace's reticence, was so viel heißt wie Distanziertheit, Zurückhaltung, or knowingly ignored it, is impossible for her to say. I know I was physically giving off cues that I wasn't interested. I don't think that was noticed at all, or if it was, it was ignored. Ja, der beste Weg, einem Mann zu zeigen, dass man gar keinen Bock hat, ist mit zu ihm nach Hause zu gehen, ständig an seinen Fingern rumzulutschen, intern zwar irgendwie zu sagen, mag ich nicht, aber es trotzdem dann dauernd zu machen, dann es sich oral besorgen zu lassen, es dann ihm oral zu besorgen und ständig da zu bleiben und ständig weiter mit ihm rumzumachen und nicht richtig Nee sagen, sondern nur ja, ein bisschen langsamer, ein bisschen chilliger vielleicht, das ab und zu mal so mumbeln, also da rumstammeln. Ja, wer es dann als Mann nicht rafft, der muss irgendwas an seinem Gehirn haben. Ansari wanted to have sex. Überraschend, wenn sie da die ganze Zeit rummachen. She said she remembers him asking again and again, where do you want me to fuck you, while she was still seated on the countertop. She says she found the question tough to answer because she says she didn't want to fuck him at all. Ja, dann fahr nach Hause. Ist doch so überraschend, dass er dann Sex, die machen darum, was will er wohl als nächstes? Sollen wir noch mal essen gehen? Gehen wir das zweite Mal für heute Abend essen oder will er vielleicht Sex haben? Ja, total überraschend. Hätte man nicht ahnen können, dass er Sex will. I wasn't really even thinking of that. Auf keinen Fall, ja, Hollywood-Star und sowas, ne, und dann zu ihm nach Hause. Hat sie überhaupt nicht dran gedacht, dass da Sex kommen könnte. I wasn't really even thinking of that. I didn't want to be engaged in that with him. But he kept asking and I said next time. And he goes, oh, you mean a second date? And I go, oh yeah, sure. And he goes, well, if I poured you another glass of wine now, would it count as our second date? He then poured her a glass and handed it to her. She excused herself to the bathroom soon after. Ja, und da war natürlich absolut keine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, hier, ich gehe jetzt nach Hause oder sowas. War einfach nicht möglich. Ja, er hat sie ja angekettet. Grace says she spent around 5 minutes in the bathroom, collecting herself in the mirror and splashing herself with water. Ja, ich hoffe, Mädchen, dass du dann abgehauen bist. Then she went back to Ansari. He asked her if she was okay. I said I don't want to feel forced because then I'll hate you and I'd rather not hate you, she said. Das heißt, sie ist schon wieder da geblieben. Ja, hier ist er wieder, das wilde Monster. Ja, sicher ist das creepy, da den ganzen Abend da rumzufummeln und irgendwann reicht es ja auch mal. Also, der muss ganz schön horny gewesen sein und ganz schön verzweifelt, dass er da bei einer Frau, die sich da rumziert und einfach keinen Bock hat, ja, angeblich, ja, das ist ja nur ihre Version der Story. Wahrscheinlich war sie genauso horny und haben da die ganze Zeit rumgemacht und so weiter und hat sich dann einfach geziert oder wollte dann nicht oder was weiß ich was, ja, oder hat sich toll gefühlt, dass er da um sie buhlt als Hollywood-Star und dass sie die Macht über ihn hat. Was weiß ich, was da wirklich gelaufen ist. Aber trotzdem frage ich mich, falls das stimmt, dass sie hier immer so ein bisschen so, ach nee, und jetzt nicht und langsam und hier und da. Da frage ich mich ja, wie kann man denn so verzweifelt sein, ja, dass man da nicht irgendwann sagt, ja, okay, Schätzelein, dann, wenn du nicht willst, ja, warum bist du überhaupt zu mir mit nach Hause gekommen, wenn du gar keinen Bock hast? Ja, dann, ja, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht können wir uns ja demnächst nochmal sehen oder eben halt auch nicht. Und let's call it a night. She told Babe that at first she was happy with how he reacted. He said, oh, of course, it's only fun if we're both having fun. Ja. Klassische Vergewaltiger-Taktik hier, das Opfer in Sicherheit wiegen. The response was technically very sweet and acknowledging the fact that I was very uncomfortable. Ja, extrem uncomfortable. Verbally in that moment he acknowledged that I needed to take it slow. Then he said, let's just chill over here on the couch.
Und was macht sie? Sie chillt natürlich mit ihm auf der Couch, wie man das so macht als Vergewaltigungsopfer. This moment is particularly significant for Grace because she thought that would be the end of the sexual encounter. Her remark about not wanting to feel forced had added a verbal component to the cues she was trying to give him about her discomfort. She was trying to give him about her discomfort. When she sat down on the floor next to Ansari, who sat on the couch, she thought he might rub her back or play with her hair, something to calm her down. Ja, das heißt, da wollte sie, dass er ihr den Rücken krault oder massiert oder mit ihren Haaren rumspielt. Ja, was heißt das denn, wenn man vorher rumgemacht hat? Leute, Leute, echt. Ansari instructed her to turn around. He sat back and pointed to his penis and motioned for me to go down on him. And I did. I think I just felt really pressured. It was literally the most unexpected thing I thought would happen at that moment because I told him I was uncomfortable. Ja, das heißt, er hat sie ihm nochmal eingeblasen. Das heißt, es muss ganz, ganz fürchterlich schlimm gewesen sein, der Abend. Soon he pulled her back onto the couch. She would tell a friend via text later that night he made out with me again and says, doesn't look like you hate me. Verstehe ich nicht. Halfway into the encounter, he led her from the couch to a different part of his apartment. He said he had to show her something. Ja, der alte Trick. Then he brought her to a large mirror, bent her over and asked her again, where do you want me to fuck you? Do you want me to fuck you right here? He rammed his penis against her ass while he said it, pantomiming intercourse. Ja, wieso lässt sie das mit sich machen, wenn sie angeblich keine Lust auf Sex hat? I just remember looking in the mirror and seeing him behind me. He was very much caught up in the moment and I obviously very much wasn't, yeah, obviously, Grace said. After he bent me over is when I stood up and said, no, I don't think I'm ready to do this. I really don't think I'm going to do this. And he said, how about we just chill, but this time with our clothes on. Ja, also der Typ ist schon, wenn es wirklich so gewesen ist, schon mega verzweifelt, dass er dann gesagt hat, ja komm, dann ziehen wir uns wieder an und chillen noch ein bisschen rum und gleich gucken sie noch einen Film und so weiter und dann versucht das wieder, anstatt einfach zu sagen, okay, entweder sie will nicht oder es funkt einfach nicht, es funzt einfach nicht. Und let's call it a night. They got dressed, sat side by side on the couch they'd already chilled on, and he turned on an episode of Seinfeld. She'd never seen it before. She said that's when the reality of what was going on sank in. It really hit me that I was violated. Ja, was so viel heißt wie gewaltsam behandelt, mit Gewalt behandelt, gewaltsam überrumpelt, so in der Richtung. I felt really emotional all at once when we sat down there. That whole experience was actually horrible. Ja, da ist ihr also dann aufgefallen, dass sie hier gerade Opfer ist und vergewaltigt wird und was weiß ich was nach 7 Stunden Rumspringerei. While the TV played in the background, he kissed her again, stuck his fingers down her throat again and moved to undo her pants. She turned away. She remembers feeling in a different mindset at that point. I remember saying, you guys are all the same, you guys are all the fucking same. Ansari asked her what she meant. Also, sie hat gar keine Ahnung gehabt, was sie meint. When she turned to answer, she says he met her with gross, forceful kisses. Ja, also ekelhaften, aufgedrückten Küssen. Ja. Und was macht sie? Sie haut dann natürlich direkt ab und sagt schön, sondern nein, sie bleibt wieder da. After that last kiss, Grace stood up from the couch, moved back to the kitchen island, where she left her phone and said she would call herself a car. He hugged her and kissed her goodbye. Another aggressive kiss when she pulled away. Ansari finally relented and insisted he'd call her the car. Also dann wollte er ihr das Auto rufen. She teared up in the hallway. Er hat dann angefangen zu weinen im Flur outside his place, pressing the down button on the elevator. The Uber was waiting when she left the building. He asked if she was Essence. She said yes. Den Namen haben sie irgendwie vereinbart. And then she rode back to her Brooklyn apartment. I cried the whole ride home. At that point I felt violated. That last hour was so out of my hand. Ja, sie konnte gar nichts machen natürlich. Babe asked Ansari's representatives if they wanted to respond to Grace's account, but they have yet to do so. Update, bla bla, dann kommt gleich noch ein Statement von ihm. In it he acknowledges that they engaged in sexual activity, but says by all indications it was completely consensual. Das heißt, so wie es für ihn rüberkam, war das komplett einvernehmlich. Grace compares Ansari's sexual mannerisms to those of a horny, rough, entitled 18-year-old. She said so to her friends via text after the date and said the same thing to me when we spoke. Ja, das kann ich so ein bisschen unterschreiben. Wirkt halt wie so ein, ja, wie so ein notgeiler 18-Jähriger irgendwie und kannst du nicht sein lassen und immer wieder. Da ist aber halt die Frage, wie sie mitgemacht hat. Ja, garantiert wird sie hier nicht schreiben, ja, ich fand es eigentlich am Anfang noch relativ geil und dann habe ich ihm eingeblasen und er hat es mir besorgt und so schlecht kann es ja nicht gewesen sein, weil sonst wäre sie ja wirklich ab.
abgehauen. But Aziz Ansari isn't an 18-year-old. He's a 34-year-old actor and comedian of global renown, was wie Ansehen heißt, who's probably done more thinking about the nuances of dating and sex in the digital age than practically anyone else. Das heißt, da spricht er anscheinend in seinen Comedy-Stand-ups öfter drüber, ja, wie die Männer sich peinlich anstellen beim Daten. He wrote a book about it, Modern Romance, and it was a New York Times bestseller. Ansari built his career on being cute and nice and passing the signals women send to men and the male emotions that result and turning them into award-winning Madison Square Garden-filling comedy. Dann wird ein bisschen beschrieben, was er macht. At that time, he branded himself as the witty, woke alternative to the stereotypical douchebag bro. His early 2010s routines paint him as the kind of guy who strikes out because he actually respects women. Ja, so präsentiert er sich also als Feminist und netter Typ. And then as he rose to prominence nach 2010 oder sowas, he focused less on his own sexual disenfranchisement and more on pressing societal issues like racism and sexual assault, a move that's earned him tons of praise. Refinery29 called him a certified woke bae. Also so ein Scheißgelaber, kann sich doch kein Schwanz anhören. So, dann wird er noch ein bisschen weiter beschrieben. Speaking to Babe, Grace mentioned the glaring gap between Ansaris Comedy Persona, also den er verkörpert in seinen Comedy-Routinen, and the behavior she experienced in his apartment as a reason why she didn't get out earlier. Ach, sie war also überrascht, ja, eine Stunde lang. I didn't leave because I think I was stunned and shocked, she said. This was not what I expected. I'd seen some of his shows and read excerpts from his book and I wasn't expecting a bad night at all, much less a violating night and a painful one. Ja, sie war so geschockt, dass sie einfach nicht Nein sagen konnte. So ein Bullshit. In the Uber home from Ansari's apartment, Grace texted a friend, I hate men. Ja, das könnte Teil des Problems sein. She continued, I had to say no a lot. He wanted sex, he wanted to get me drunk and then fuck me. She texted another friend after she got back to her apartment, I'm taking a bath, I'm really upset, I feel weird. Grace's roommate, who Babe has spoken to, didn't see or talk to Grace until the morning after. The roommate asked how it went right away. She said it was awful. I didn't feel good at all. Grace filled her roommate in on the details later. I guess it ended up getting really fucking weird, really fucking quick. The roommate said she was really shaken up about it. Grace says she spent the next day groggy and miserable. When they asked, she told her co-workers that the date had gone poorly. Er hat jedem erzählt, dass er ein Date mit dem hat oder was, anstatt das mal für sich zu behalten. Ja, wo sind wir denn hier? She also reached out to her friends who helped her craft a message to tell Ansari how she felt about the date, but he reached out first. Jetzt kommt seine Message hier. It was fun meeting you last night, Ansari sent on Tuesday evening. Last night might have been fun for you, but it wasn't for me, Grace responded. You ignored clear non-verbal cues, you kept going with advances. Und hier schreibt sie nur, in der offiziellen Nachricht an ihn, schreibt sie nur, you ignored clear non-verbal cues. Ja, das heißt, nicht verbale Hinweise. Und in dem ganzen Text tut sie aber so, als hätte sie dauernd nein, 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 nein gesagt. Und schreibt auch hier der Freundin doch irgendwo, dass sie angeblich wie oft nein gesagt hätte. Hat sie überhaupt nicht, sonst hätte sie ja hier ihm gegenüber geschrieben, ich habe klipp und klar nein gesagt. Ja, da schreibt sie aber nur, you ignored clear nonverbal cues, you kept going with advances. She explains why she is telling him how she felt. I want to make sure you're aware, so maybe the next girl doesn't have to cry on the ride home. Ja, alles natürlich seine Verantwortung. Und dann schreibt er, I'm so sad to hear this, he responded, clearly I misread things in the moment and I'm truly sorry. Ja, und hier sind die Nachrichten nochmal. Also er schreibt, hey, it was fun meeting you last night, I just dropped my roll of film today, fingers crossed for some solid shots. Das heißt, entweder ist er verblödet und hat gar nicht gemerkt, dass sie keinen Bock hatte und war einfach zu notgeil, um das zu merken. Oder was ich halt eher glaube, ist, dass sie einfach nur rumgemacht haben und sie hat ein bisschen rumgezickt und irgendwann gesagt, nee, ich muss jetzt und fühle mich nicht so und bla bla bla. Und dass er deshalb einfach nicht rafft, was los ist. Weil guckt euch den Typen an und wie der so ist und so weiter. Ich glaube nicht, dass das jetzt der größte Vergewaltiger des Jahrhunderts ist. Ja, das Sexmonster und so weiter. Bisschen creepy kann man es vielleicht nennen, wenn das so stimmt, wie sie das beschreibt, aber viel mehr meines Erachtens auch nicht. Und wenn es creepy ist, dann soll sie halt sagen, hör auf damit, es ist creepy, ich fahre jetzt nach Hause. So, dann schreibt sie, hey Aziz, nice meeting you too. I hope you have some good shots on the roll. Last night might have been fun for you. It wasn't for me. When we got back to your place, you ignored clear non-verbal cues. You kept going with advances. You had to have noticed I was uncomfortable. Ja, du musst Gedanken lesen können, obwohl ich nichts sage. I just want to take this moment to make you aware of this behavior and how uneasy it made me. Really think back to last night. You may have said it's okay, only fun if we're both enjoying it. Let's just chill. But within moments of that, your fingers were down my throat.
You were putting my hand on your dick continuously. It's like nothing changed, even after I expressed that I'd like to slow it down. Das Ganze wäre natürlich auch wesentlich leichter, muss man auch mal dazu sagen, wenn die Frauen, die Bock auf Sex haben, das auch einfach mal zeigen würden und dann nicht da 7 Stunden harte Get spielen und oh Gott, hoffentlich komme ich nicht als Schlampe rüber und bla bla bla. Und ja, haben die vernünftige Unterwäsche an und wissen genau, dass sie eigentlich Sex haben wollen, aber um dann irgendwie anständig zu wirken, dann sagen sie dann 5 Stunden lang nein und er muss sich bemühen und dann müssen sie sich so in Sicherheit fühlen, dass er sich auch stundenlang um sie bemüht und bla bla bla. Anstatt einfach irgendwann mal zu sagen, ja okay, ich gehe jetzt mit ihm nach Hause, ich habe Bock auf Sex. Und ja, man muss ja nicht in den ersten 5 Minuten dann in die Kiste springen, aber meine Güte, wir sind 2 erwachsene Menschen und ich tauche bei ihm zu Hause auf. Ja, was heißt das denn? Ja, bin ich jetzt eine Schlampe, wenn ich hier mit einem Mann Sex haben will oder was? Ja, was ein Bullshit. Ja, und die Frauen, die sich dann zieren, da wird man als Mann natürlich sagen, oh, okay, ist irgendwas, ist alles in Ordnung, hast du keinen Bock? Weil du kannst ja nicht unterscheiden, ob sich die Frau dann nur ziert oder ob das nur Geschauspielerin ist, weil sie jetzt nicht wie eine Schlampe rüberkommen will. Ja, dank 50 Jahren Emanzipation haben wir es ja auch geschafft, dass die Frauen dauernd den ersten Schritt machen, ständig den Move machen. Das heißt, das ist richtig angenehm. Du sitzt da als Mann auf der Couch, weißt nicht so richtig, hat die jetzt Interesse an dir, aber du findest es ja spätestens dann immer dadurch raus, ja, dass sie irgendwann anfängt zu fummeln oder den Kuss anzusetzen und so weiter. Das ist ja das Schöne am Feminismus, dass die Frauen so gleichberechtigt mittlerweile sind und auch so gleich gemacht wurden, ja, und auch bereit sind, so viel Verantwortung in Sachen Flirten und Dating zu übernehmen, dass du dich als Mann ganz gechillt zurücklehnen kannst. Ja, du wirst dauernd angesprochen von Frauen. Ja, Frauen machen den ersten Schritt, bezahlen dir ständig deine Essen und so weiter und die Drinks und ja, ein Hoch auf den Feminismus. So, was schreibt sie noch? It may have seemed okay, but I didn't feel good at all. Ja, was er natürlich per Gedankenleserei direkt auch wissen muss, ist ja klar. All day I've been playing it over. I'm realizing how much it affected me. I want to make sure you're aware, so maybe the next girl doesn't have to cry on the ride home. Good luck on your movie, thank you for dinner. Ja, das haben wir natürlich aber noch mitgenommen. Feminismus sei Dank. I'm so sad to hear this, schreibt er. All I can say is it would never be my intention to make you or anyone feel the way you described. Clearly I misread things in the moment and I'm truly sorry. Ja, also viel vorsichtiger und politisch korrekter und netter kannst du es ja dann nicht mehr schreiben. Da ist die Frage, warum er nicht einfach geschrieben hat, ja, warum bist du denn da geblieben? Warum hast du nicht Stopp gesagt? Warum hast du nichts gesagt? Ja, wenn eine erwachsene Person auf irgendwas keinen Bock hat, vor allem was jetzt mit Körperlichkeit zu tun hat, dann ist sie auch in der Lage, Stopp zu sagen und nein, das will ich nicht. Und dann, wenn er nicht aufhört oder sie nicht aufhört, dann einfach zu gehen. Und wer das nicht kann, ist keine erwachsene Person und sollte an sich arbeiten. Hat noch viel zu tun in Sachen Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung auch, meines Erachtens. Das heißt, wenn ich jetzt von einem Mann angegraben würde, was mir auch schon passiert ist, wo ich aber aus offensichtlichen Gründen einfach keine Böcke zu habe, ja, wie zeige ich es ihm dann, dass ich keinen Bock habe? Dann bleibe ich erstmal da, lasse es die ganze Zeit mit mir machen, dann lasse ich mir noch seine Finger in meinen Mund stecken und blase ihm dann natürlich noch ein und lasse mir von ihm einen blasen und so weiter und noch ein Essen bezahlen und schreibe ihm dann nachher eine Heuler-SMS, dass ich im Taxi auf dem Rückweg ein bisschen geheult habe. Ja, anstatt einfach zu sagen, hey, Finger weg oder nee, sorry, ist nichts für mich, tut mir leid, nicht böse gemeint, aber ich hau jetzt mal ab. Ja, und das Ganze hat sie dann veröffentlicht, kurz nachdem er den Golden Globe gewonnen hat. Gutes Timing. Those texts were the last Grace had contact with Ansari and that night in his apartment was the last time she saw him until she watched him win big at the Golden Globes. Und dann haben wir gedacht, ja, kann man ja mal veröffentlichen. Grace says her friends helped her grapple with the aftermath of her night with Ansari. It took a really long time for me to validate this as sexual assault, she told us. Ja, sexueller Missbrauch. I was debating if this was an awkward sexual experience or sexual assault and that's why I confronted so many of my friends and listened to what they had to say. Was ja unter Frauen generell immer eine super Idee ist, die besten Freundinnen zu befragen. Ja, das Bestätigungsgeschnatter, was dann kommt. Der Mann, das böse Schwein. Because I wanted validation that it was actually bad. Ja, hier sagt es ja selbst, ja, sie wollte, dass rauskommt, dass es ganz schlimm war und sexual assault war. For Grace, the Golden Globes brought the events back to the forefront of her mind. It was actually painful to watch him win and accept an award, she said. Ja, ja, um Gottes Willen, der Typ hat ihre Brüste angefasst, ja, und ich habe ihm eingeblasen. Das ist natürlich ganz schlimm, ihn dann wirklich einen Preis gewinnen zu sehen im Fernsehen. Also traumatisierend. And absolutely cringeworthy that he was wearing the Time's Up pin. I think that started a new fire. And it kind of made it more real. She told Babe, I believe that I was taken advantage of by Aziz. I wasn't listened to and ignored. Ja, listened to, ohne was gesagt zu haben. It was by far the worst experience with a man I've ever had. Ansari has now released a statement denying sexual misconduct. He said,
It was true that everything did seem okay to me, so when I heard that it was not the case for her, I was surprised and concerned. Und hier ist das gesamte Statement von ihm. In September of last year, I met a woman at a party. We exchanged numbers. We texted back and forth and eventually went on a date. We went out to dinner and afterwards we ended up engaging in sexual activity, which by all indications was completely consensual. Also er behauptet, es war completely consensual. Das heißt komplett einvernehmlich, was ich mir auch vorstellen kann, weil sonst bläst du einem Typen ja keinen. The next day, I got a text from her saying that although it may have seemed okay, upon further reflection, she felt uncomfortable. It was true that everything did seem okay to me, so when I heard that it was not the case for her, I was surprised and concerned. I took her words to heart and responded privately after taking the time to process what she had said. I continue to support the movement that is happening in our culture. It is necessary and long overdue, Aziz Ansari. Ja, das war die ganze Schmierenkomödie hier, also mal wieder absolut unglaublich. Und das ist wirklich meines Erachtens der Gipfel dieser MeToo-Aktion, ja, dass das jetzt wieder in einem Atemzug genannt wird mit der hat mir ans Knie gepackt und Vergewaltigung. Und Aktionen wie Harvey Weinstein, der ja allem Anschein nach, so wie es bisher aussieht, ich weiß nicht, wie weit da die Sachlage genau ist, aber was ich gelesen habe, ist, dass der auch schon wie oft 100.000 Dollar an irgendwelche Frauen gezahlt hat, um die zum Schweigen zu bringen, mehr oder weniger. Müsste ich nochmal recherchieren, ob das wirklich genauso war, aber allem Anschein nach. Und viele haben es ja auch gewusst, dass der wirklich ein sexistisches Schwein ist und seine Machtposition ausnutzt und so weiter und so weiter. Und von dem habe ich auch so einen mega creepy Audio-Mitschnitt gehört, wie er so eine Frau oder Schauspielerin oder was weiß ich, was es war, bei sich ins Hotelzimmer locken wollte und sie wusste, dass er halt so ein bisschen creepy und schmierig ist und hat das dann pro forma aufgenommen und veröffentlicht. Wenn das denn das Originalfile war, was ich aber glaube, dann ist der Typ natürlich creepy. Und natürlich ist Hollywood, wie gesagt, ich glaube, ich habe es am Anfang irgendwo erwähnt, ist natürlich auch eine Schlangengrube aus Narzissten, aus machtgeilen, oberflächlichen Schauspielern im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich gibt es da viele Männer, die dann notgeil ohne Ende sind. Ja, und hast da scharfe Schauspielerinnen um dich rum und hast dann Macht über die. Und natürlich gibt es da viele Männer, die das ausnutzen. Von daher finde ich, wie gesagt, den Grundgedanken dieser MeToo-Debatte absolut nicht verkehrt, gerade in Hollywood, wo es wahrscheinlich wirklich ordentlich rund geht in dieser Sache. Aber irgendwo ist halt auch mal Schluss und Frauen sind keine kleinen Kinder und sind auch keine hirnlosen Idioten, sondern Frauen sind ganz normale Menschen, normal in Anführungsstrichen, ja, ganz normale Erwachsene und sollten darin gefördert werden, dass sowas hier nicht passiert, sondern dass, wenn sie keinen Bock hat, sich da nicht als traumatisiertes Opfer hinzustellen, sondern einfach zu sagen, ey, Finger weg, hör auf oder nee, sorry, ich habe das irgendwie hier falsch interpretiert, ich will das nicht und bitte ruf mir ein Taxi, ich fahre jetzt nach Hause. Aber das hat ja mit Realität und Rationalität zu tun, was ich jetzt gesagt habe. Und ihr wisst ja, wir leben in 2018 und da sind das nun mal nicht die höchsten Werte. Und deshalb gibt es ja dauernd so Videos hier, wo man sich über sowas aufregen muss, was hier ständig für einen Quatsch gelabert wird. Ja, gerne mal eure Meinung reinhauen zu dem Thema. Wie habt ihr das Ganze aufgefasst? Ist der Typ mega creepy? Was ist mit ihr los? Was ist da wirklich passiert, eurer Meinung nach? Und haltet es gerne zivilisiert, weil ich keinen Bock habe, irgendeinen Spam-Schwachsinn auf meiner Seite dauernd zu lesen oder irgendwelche mega Frauenhasser-Kommentare habe ich auch keinen Bock zu, deshalb gerne einigermaßen zivilisiert halten. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal, alles Gute, haut rein, ciao. Das war so ein schöner Abend, das war so romantisch. Das ist er, das ist der Mann fürs Leben. Ja, ja.